So, schaut mal, YouTuber. Ich selber bin ja der Meinung, man muss keinen Zunder mitschleppen. Gerade hier bei uns nicht. Und eigentlich fast überall auf der Welt nicht. Ist unnötig, Zunderpäckle mitzuschleppen. Habe ich auch schon gemacht, viele Jahre lang. Aber ist keine Notwendigkeit. Aber trotzdem, hier mal ein sogenanntes Zunderpäckchen. Spart Gewicht und funktioniert selbst bei Regen oder Schnee. Dazu nimmt man, ja, ihr seht ja meinen Finger. Ein gutes Stück Harz und wickelt es in oder legt es auf ein mehrlagiges Papiertaschentuch drauf und lässt es erstmal eine Weile von der Sonne erwärmen. Ihr seht ja, das Taschentuch ist ja langsam schon ein bisschen vollgesogen hier. Genau das wollen wir erreichen. Jetzt lassen wir es mal 10 Minuten liegen. So, schaut mal, jetzt ist alles so ein wenig in sich zusammengefallen. Ist alles schön weich. Und jetzt gehe ich her. Und wickel mir das sauber ein. Und mache mir quasi eine Rolle draus. Ja, wie so eine Zitronenkuchenrolle in der Hand, nur mit Harz und Tempo. So, und rolle das richtig schön kompakt und fest ein. So, jetzt habe ich da so eine Rolle. Und die lasse ich am besten auch noch mal ein wenig an der Sonne stehen und massiere die ein wenig. So, und wenn es dann soweit ist, versiegel ich die mir mit etwas Folie. Und wenn es dann drauf ankommt, wie gesagt, es ist nicht notwendig, Zundermaterial mitzuschleppen, aber wenn man sowas dabei hat, ja, ist es schon eine Hilfe, weil man braucht dann quasi bloß hergehen. Wie gesagt, das ist dann alles schön vollgesogen mit dem Wachs, mit dem Harz, sorry. Dann braucht man nachher einfach nur herzugehen, wenn es vonnöten ist, sonst schneidet sich hier so eine Scheibe runter. Und hat ein perfektes Zundermaterial. Also wie gesagt, Regen, Schnee, ins Wasser reinschmeißen und dann anzünden, das funktioniert einwandfrei. So, schaut mal, ich habe ja mehrmals gesagt, es ist nicht notwendig, Zunder mitzuschleppen. Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Sicher ist sicher. Also ich schleppe auch hier ein Stück von meinem großen Luntenfeuerzeug. Ist für mich die perfekte Lunte. Funktioniert auch, wenn es nass ist und alles. Und ich habe es schon irgendwie immer mit dabei. Ist immer im Rucksack drin. Von daher nie die Sachen so ernst nehmen. So, schaut mal jetzt die Rolle. So langsam sifft da der Harz richtig schön durch. Nach 10 Minuten, dann ist er perfekt. So, und wenn wir schon dabei sind, dann zeige ich euch das auch geschwind. Also normalerweise ist das ja die Lunte von einem Feuerzeug, von einem gigantischen halt. Aber ihr kennt ja die sogenannten Trapperfeuerzeuge. Sind eigentlich europäische Luntenfeuerzeuge, ist nichts Amerikanisches. Aber ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ist das so eine Lunte und normalerweise wird man jetzt hergehen und mit einem Funken, also den Funken hier mit einfangen und dann die Glut zum Zündgut, zum Brenngut bringen oder sich eine Zigarette anzünden oder so, so war es gedacht. Outdoors habe ich jetzt welche gesehen, die zünden das an und schneiden sich dann einfach so ein Stück ab. Somit hält so ein Stück Lunte, das sind etwa 6 cm, nicht lange. Ich mache es so, also wenn man das aufmacht, auch bei den kleineren, dann haben wir hier ja circa 20, 30 Stränge. Wie gesagt, bei den kleinen Luntenfeuerzeugen sieht es auch so aus, die Lunte. Und da ziehe ich mir einfach immer eins raus. Da habe ich schon mal eins rausgezogen. Habe ich aber dann nicht gebraucht. Und dann zerzwirbelt man das schön. Dann habe ich hier genug Material für eine Brenndauer. Also das gibt richtigen Glutball und es brennt dann schon, bis es durchgeglüht ist. Gut über eine Minute auf jeden Fall. Auch etwas länger. Ich glaube, den Satzwirbeln sei Genüge getan. Ah, was stechst du mich? So ein freches Viech piekst mich einfach vor der Kamera. So, jetzt habe ich eventuell anderen Zundermaterial oder nur das. Gehe ich her und nehme meinen Feuerstahl.
schaut mal, Leute. Und wenn man damit kein Feuer anbekommt, dann bekommt man auch so kein Feuer an. Wisst ihr ja selber. Ist ja keine Hexerei, wird ja immer so getan. Wie gesagt, etwa eine Minute brennt das, auch ohne Pusten. So, liebe YouTuber, die vorangegangenen Aufnahmen stammen noch aus dem Frühling 2017. Und jetzt haben wir Herbst und jetzt ist die richtige Zeit für meine Zinderrolle. Wie ihr seht, ich weiß nicht, seht ihr das und hört ihr das? Es regnet. Es regnet schon seit Tagen. Holz ist nass. Ich habe jetzt trotzdem hier ein bisschen Kernholz rausbetont. Und jetzt schauen wir mal, wie die Zinderrolle funktioniert. So, da haben wir die Zinderrolle. Da habe ich schon die Hälfte verbraucht. Bin erst frisch da. War ein bisschen richtig in der Wildnis einen Monat lang. Ja, ich war in Bulgarien, Rumänien und am Jabloniki Pass wieder. Das ist in der Ukraine. Und da habe ich meine Zunderrolle des Öfteren genutzt, weil es da ziemlich viel geregnet hat. So, und jetzt schneide ich mir einfach hier so einen Taler runter. Und das ist quasi meine Zündhilfe. Setzen wir mal gleich in die Tat um. So, schaut mal auf die Feuerstelle, alles pitschnass. Nasser Untergrund ist nicht gerade förderlich, um Feuer zu machen. Aber da gibt es ja Abhilfen, wisst ihr Bescheid. So, Beinholz oder so habe ich jetzt nicht gemacht. So, jetzt gehe ich her, zünd mir das vorzugsweise mit dem Feuerzeug an. Würde aber auch mit dem Feuerstahl gehen. Seht ihr, so eine Art Taler. So, und jetzt gehe ich. Nochmal nachzünden. Hätte es ja wegschneiden können und neu verfilmen, aber hey, lasst euch gesagt sein, auch beim besten Waldläufer geht mal was schief. So, es sei gesagt, dass bei feuchten Bedingungen, ja, widrigen Bedingungen, nichts über Kienspan geht. Aber das war mal ein Beispiel, wie es anders geht. Und das soll es auch heute von mir gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet der Sache was abgewinnen. Geht auch bei so einem Wetter in den Wald. Es macht immer Spaß. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Biest. Tschüssle.